So. Los geht's. Oder auch nicht. Ach je. Okay. Der Spaß hält sich gerade in Grenzen, muss ich da ganz ehrlich sagen. So. Und los geht's. Oh! Wie bin ich denn da hingekommen? Ja. Und was habt ihr heute noch so vor? Also ich werde hier ein bisschen durch die Gegend springen, ganz gemütlich ein Bad nehmen oder so. Naja, ruhig und konzentriert, ne? Oder so tun als ob. Vielleicht auch ein bisschen nach Hürden laufen. Ach! Das ist ja noch viel fieser! Ich brauche das rote Licht ja gar nicht ausmachen. Anmachen. Das muss ich ja nur hier machen. Wobei das eigentlich dämlich ist, zu versuchen, das Verfahren dann zu ändern. Also machen wir das nicht. So. Rot, grün. Rot, grün. Rot, grün. Rot, grün. Rot, grün. Rot, grün. Ruhig und konzentriert. Ja, da habe ich nämlich wieder in meiner Panik das grüne Licht ausgeschaltet. Statt es einfach anzulassen. Naja. Es wird schon. Irgendwann wird es garantiert. Aber ich finde es interessant, dass jetzt, wo ich das Ende gesehen habe, ich trotzdem nicht mehr wieder hinkomme. Und dass ich einfach nicht in der Lage bin, über dieses Ding rüberzukommen. Also das ist echt so mit dem Hirn. Also man muss sich da wirklich Mühe geben. Weil sonst irgendwas passiert. Sonst irgendwas passiert, was einem hier in Panik versetzt. Das ist echt hinterhältig, um es mal so rumzuformulieren. Also ich meine, man kann sich auch einfach Ausreden ausdenken, um darüber hinwegzutäuschen, dass man selber einfach nur unfähig ist. Aber das würde ich ja nie machen. Das hier zum Beispiel. Das ist so hinterhältig, man sieht den quasi, man muss aber erstmal hinfahren, bevor man dann rüberspringen kann. Fühlt sich aber wegen dieser Dichte und der Geschwindigkeit so in Panik versetzt, dass man viel zu früh das rote Licht anmacht. Genau. Und das wäre echt nicht nötig gewesen gerade eben. Aber man macht es schon in gewisser Weise ganz automatisch. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal ein Weilchen aufhören, das zu spielen. Und dann wiederkommen. Dann geht's ganz einfach. Puh. Gott, ich bin so froh, dass ich da durch bin. Ich schätze, da hinten geht es ähnlich katastrophal weiter. So, was gibt's denn hier? Ich schätze, da hinten geht es ähnlich katastrophal weiter. Wir werden es gleich sehen. Genau das hatte ich befürchtet. Also wieder Tastatur. Zack, zack. Das heißt, der gleiche Spaß nochmal. Diesmal ein bisschen intoleranter. Ah! Doch Wechsel. Doch Wechsel.
so, wie ich es befürchtet hatte. Okay. Zack. Ich versuche mal einfach nur umzuschalten. Zack. Wow. Wow. Also, mir fehlen die Worte. Stell mich hier vorne hin. Hüpfen 1. Aus. Hüpfen 1. Boah, ist das fies. Ist das fies. Das ist ja genau das, was ich eigentlich angekündigt hatte. Man muss hin und her springen und dauernd zwischen Plattformen wechseln. So, dann kann ich ja schon mal gleich hier reingehen. Ah, ich hatte allerdings das Licht umgeschalten. Da hat das Spiel nicht schnell genug reagiert. Aber ja, das kann ja jeder behaupten. Naja, ich meine, ich muss mich ja eh dran gewöhnen. Ich gehe schon gleich mal hier runter. Alles andere wäre ja doof. Eieieiei. Da habe ich zu schnell reagiert. Zack, zack. So. Ups, da bin ich zu weit gesprungen. Und alle hopp, alle hopp, alle hopp. Bam. Wieso kriege ich denn das eigentlich nicht hin? Naja, weil ich nicht ruhig genug und nicht konzentriert genug bin, offensichtlich. Außerdem habe ich ja immer irgendwelche blöden Ausreden parat, warum ich das jetzt nicht können sollte. Und die weise Voraussicht, dass ich in irgendwelche Dornen falle, beruhigt mich ja auch ungemein. So, wir sind da durch. Verdammt. So. Nochmal. In aller Ruhe, bitteschön. Ruhe. Und die Dinger sagen ja eigentlich, wann ich diese Fliegen, diese Fireflies, Leuchtkäfer, sagen mir ja eigentlich, wann ich durch bin. Insofern. Okay, das war ein bisschen zu früh. Da war ich zu optimistisch. Ein kleines wenig. So. Hier, ich bin hier durch. Jetzt kann ich. Ich sollte nur das richtige Licht anmachen und nicht das falsche aus. Ach je. So. Ein weiterer Versuch. Ach, ist das alles lustig. Sprung. Ja, wir haben Spaß. So. Ach doch, nicht so ein Blödsinn. Ist es selten dämlich gewesen. Jetzt läuft es einmal gut und dann mache ich so ein dämliches Ding. Ich hatte das eigentlich wirklich bloß für eine Hintergrundgrafik gehalten. Und mir ist gar nicht klar gewesen, dass das ja natürlich... Ah, shit. Springen, natürlich. So. Okay. Aber es ist alles machbar. Also das ist eigentlich an und für sich alles kein allzu großes
kompliziertes Problem. Es ist halt eben einfach nur, man muss es halt machen. Oh, da war ich zu schnell. Das gibt's ja auch nicht. Da war ich schneller als das Brett. Naja, ich hätte auch drauf achten müssen eigentlich. So, wir gehen hier durch. Wir springen hier hoch. Wir fallen runter. Wir springen hier hoch. Wir fallen runter. Naja. So. Also es ist schon spannend, das muss ich schon sagen. Es ist schon irgendwie spannend. So. Wir gehen hier einfach mal wieder. Es kann sich ja nur um Stunden handeln, bis wir das aufgelöst haben. Und mal nicht ins Wasser springen. Wieso hat denn der eigentlich keine Schwimmflügelchen? Ganz ehrlich. Ich glaube, die würden ihm hier wahnsinnig helfen. Einfach so ein paar Schwimmflügelchen. Nein, einfach die ganzen Pfeile auslassen. Ach komm, ey. Was machen ich für einen Schotter hier? Und ich kann nicht glauben, dass ich das Spiel mit Tastatur und Tastatur spiele. Das kann ich echt nicht glauben. Ich dachte echt. Ah. Ja. Jetzt weiß ich, warum ich das vorher nie gemacht habe. Weil ich es nicht wusste und mir das total egal war. So, weil ich einfach nur bis hier hingefahren bin und dann gesagt habe, na gut, geh mir einen runter. Dann bin ich hier hoch, hab den angemacht. So. Nein, 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 nein. Oh je, Mini, oh je, da ärgert man sich das unglaublich. Und beißt vor lauter Frust ins Wasser. Mann, 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 Mann. Okay. Wir sind durch, ein hoch. Wir fallen runter, wir wieder hoch. Weil mir so langweilig ist, springe ich doch ins Gipfbüsch. Also, das ist echt eine Karte, die leicht frustrierend ist, muss ich gleich mal sagen. Das habe ich ja schon erwähnt gehabt, dass ich diese Karte ein bisschen frustrierend finde. So, hier gehen wir wieder runter. Zack, hier gehen wir hoch. Hier sind wir. Unglaublich. So, kann ich das Licht ausmachen? Ich bin versucht, das rote Licht anzumachen, aber ich habe Angst, dass dann Flammen kommen. Tun sie nicht. Aber hier sind sie. Okay. Kann ich ein Stück zurückgehen und gucken, was da ist? Hier sind die Dornen. Okay. Ich gehe nochmal zur Tür. Und schaue einfach zurück, einfach weil es mich interessiert. Okay, hier sind die Dornen. Alles klar. Gut, dann haben wir diese Karte jetzt auch geschafft. Ich denke, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen ins Blaue hinein. Das heißt, wir kriegen demnächst
das blaue Licht, was für mich jetzt eher weiß aussieht, das werden wir uns allerdings erst in der nächsten Folge ansehen. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit, das wird noch komplizierter. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.